Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ne? Ja, beim letzten Mal haben wir den Tobi Kodachi verprügelt. Jetzt kann ich meine Waffen hoffentlich aufbessern, das habe ich nämlich noch nicht geguckt. Verbessern, Waffen... Zuerst den Flammenzahn. Ich hab das Kodachi-Zeug, aber ich hab nicht das Ajahnam-Zeug. Das ist doch ein schlechter Witz. Ich könnte meine Waffen aufbessern, aber ich muss erst ein paar Ajahnams holen. Ich mach das auf Screen nach der Folge. Das ist gut, jetzt habe ich das eine Material und mir fehlt das andere. Achso, da kommt gar keine Filmsequenz. So, die Windmühlen sind jetzt fast wieder beinahe fertig. Okay, die Kluft-Felsenhöhle, was brauchst du denn? In der alten Felsenhöhle. Vorher will ich einmal auf den Berg, weil mein Kollege hat mir gesagt, da oben wäre ein legendäres Vieh, was ich eventuell schon mitnehmen könnte. Deswegen will ich da zuerst hin und werde mir auch hier... Einen Moment. Gebiet. Findergebiet. Der hat mir nicht gesagt, welches Vieh da oben wartet, aber der hat gesagt, da oben wartet ein Vieh. Das will ich vielleicht mitnehmen. Dann gehen wir mal gucken. Okay. Was will der Dörfler hier? Oh, Filmsequenz offenbar. Nee, doch nicht. What else do you need? Was brauchst du noch? Pinch me. It's the legendary. Ja. Yeah! Ryder. Na, Viro. Say what? Das für dich aber auch immer ein Stein bereitsteht. Welche Teile brauchst du denn? Thing is, I'd need to go to the Jagged Rock Cave to get them, and it's not safe. Was ist denn dort? There's something in there that attacks people. Not a sound to warn you, and you're knocked out. Ah, wahrscheinlich jetzt der Ketsu, der normale. It's true, I tell you. I'm not setting foot in that cave until someone sees to it that it's safe. Not gonna pretend it doesn't sound a little scary. Ketsu und Gigi Nox, das sind die beiden Monster, die gefühlt aus dem Horrorfilm kommen. The windmill parts from that cave are the The windmills really are impressive. Aren't they? They symbolize the strength of the bonds between us. Ask anyone and they'll say the same. Without Avinia, there'd be no windmills here now. Ah, Julia hat sehr viel geholfen offenbar. Come on, let's go to that cave. Yeah, good idea. So, jetzt will ich aber erstmal sehen, was mein Kollege meinte, da oben ist ein Vieh, was auf mich wartet, das ich mitnehmen will. Einmal hier hin und dann soll ich den Berg hoch. Beziehungsweise ich soll nach Süden von der Karte aus. Dann gehe ich mal gucken, was dort sein soll. Hoffentlich lohnt sich die Reise. Lass mich mal durch, danke. Ich muss hier durch. Aber vorher will ich auch mal mit dem Tigrex was machen. Hier gibt es eine Kiste. Nehme ich mir so oder so mit. Ach stimmt, ich habe ja auch noch zigtausend Nerven mir vor kurzem gekauft. Nerven haue ich bevorzugt erstmal mich rein. Ach, was ich auch mal machen könnte.
So. Das werden die alle begrüßen. So, hier oben ist auch eine Kiste drauf. Vogel-Wifern-Stimulant. Da ist eine seltene Höhle. Er sagte, ich solle hier hoch einmal gehen. Da wäre ein Monster, das ich mitnehmen will. Was liegt denn da? Das ist wahrscheinlich das, was er meinte. Oh, da liegt ein Zinokre. Und den soll ich schon besiegen können, oder wie? Also ich vertraue ja jetzt nur, was mein Kollege mir gesagt hat, der Kai. Das hat mich hier hoffentlich nicht angelogen, ne? Ich tippe mal auf Geschwindigkeit bei dir. Weil das würde am meisten Sinn machen. Also gehe ich mal auf den Samtrios. Ich springe in diesen Kampf hinein. Mach dir erstmal deine Eisrüstung. Und ich streiche dich einmal, damit wir ein bisschen Punkte haben. So, wir sind ready. Er geht auf Kraftangriff. War eh einmal Ladungstackling. Auf den Schweif. Oh, er ist wirklich Geschwindigkeit. Habe ich richtig geraten? Ja! Ich kenne meine Monster und Eis ist offenbar schlecht gegen die. Ach du Kacke. Elektrizität ist auch sein Schwachpunkt. Ach du Kacke. Schnell wechseln. Bitte mach erstmal deinen Stachelschild. Danke. So viel zu, ich kann den schon besiegen. Aber wenigstens weiß ich jetzt, hier oben ist ein Königmonster. Es sammelt seinen Strom. Und ich habe keinerlei Kraft. Nebenbei, hat er jetzt den Typus gewechselt? Ja, jetzt ist er Techniker. Das heißt, jetzt kann ich auf den Anjan aufwechseln. Go Anjan auf! Also los, Kai. Wir machen das. Muss die Waffe einmal wechseln. Ich will ja diese Liste voll kriegen. Ja, der heutige Part besteht offenbar aus ihm. Ich visiere deinen Kopf an und du könntest nichts dagegen machen. Pam. Oh, Bogen ist stark gegen den. Der lädt, glaube ich, wieder. Also mache ich dasselbe. Ich lade auch einmal auf. Das kannst nicht nur du. Ich glaube, der hat meinen Froschnur gewonnen, und bei der absoluten Schwäche gegen den hat. Im Übrigen, ich habe jetzt den Parabellschuss, ne? Der ist Typus unabhängig und trifft alle sehr stark. Ich mach mal den Kopf kaputt. Doch nicht. Okay, er ist voll aufgeladen. Jetzt ist er wahrscheinlich ein Krafttyp. Schätzung. Der Kopf wurde auf jeden Fall gebrochen und die Donnerladung ist wieder raus. Also einmal auf den Schweif. Einfach nur, um die Liste voll zu kriegen. Ich werde, wenn ich ihn besiegen kann, eh noch ein paar Mal offscreen jagen. Egal, was für eine Technik der einsetzt, er kommt nicht dazu, sie einzusetzen. Also, let's go.
Er ist wieder normal. Eigentlich müsste er jetzt ein Techniker sein. Nee, ein Geschwindigkeitstyp. Und er hat irgendeinen Statuseffekt auf sich drauf. Okay, wenn er sich auflädt, wird er zu Techniker. Das muss ich mir merken und ansonsten eigentlich nichts. Ich weiß ja, dass du auf Geschwindigkeit gerade gehst. Also kann ich auch genauso gut jetzt auf ihn aufklettern und dir ein paar Geschwindigkeitsangriffe in den Körper ballern. Zack. Oh, meiner geht gerade echt gut down. Aber ich werde zum Glück geheilt. Es rettet mir den Tag. Er will sich aufladen. Scheiße. Ich trete dir einfach ins Gesicht. So, jetzt ist er ein Techniker. Das heißt, ich brauche wieder Kraft. Aber weißt du was? Ich helfe Julia. Nächster! Kraft auf Schweif. Okay, Hammer ist da nutzlos. Also kann ich den wechseln. Der Körper ist mit dem Bogen leicht zu zerstören und der Schweif mit dem Schwert. Das ist toll. Dann gehe ich erstmal auf den Bogen. Greift er mich gerade an? Ich glaube, da Julia im Visier, oder? Aufladen und gleich mit einem Perforierschutz. Nein, der hatte uns im Visier. Mach doch keinen von diesen hier, Kai. Nutz die guten Angriffe. Sie heilt uns, ja, perforieren. Tschüss. Wenn ich sehe, dass der keucht, also hier sabbert, dann kriegt er von mir ein. Gehe ich jetzt richtig in der Annahme, dass er mit Kraftangriffen drauf geht? Dann müsste er mit dem Geschwindigkeitsangriff eigentlich richtig liegen. Wenn ich jetzt auch auf Geschwindigkeit gehe, dann dürfte er nicht durchkommen. Es ist nur eine Frage meinerseits. Aufheizen wäre keine schlechte Idee mal gewesen. Ja, er geht auf Kraftangriffe, ein Glück. Aber dann sollte ich eigentlich dringend meinen Kollegen wechseln. Okay, er ist fast tot. Ich kann Sunny nicht rausholen, der hat auch eine Schwäche gegen Elektrizität. Ich werfe erstmal den Farbball. Ich wäre ein Ei von dem. Puh. Ich kann ja gerade ordentlich eine drauf bekommen. Nee, mit Lebenspuder ist das hier nicht gerettet. Tut mir leid, ich muss dich auswechseln. Scheibenbrot, die haben alle eine Elektroschwäche. Ich kann ihn nicht auswechseln. Dann muss ich ihn heilen. Hätte das bitte nach seinem Angriff kommen können, dein Lebenspuder? So, ich reite ihn, dann wird er nämlich geheilt. Gehe auf einen Geschwindigkeitsangriff, damit mein nächster Angriff mehr Power hat. Und hoffe mal kurz, dass er mich nicht anvisiert. Er visiert mich nicht an. Gut. Werfe ich jetzt aber nochmal ein paar Ball. Frostfang hat auch viel abbekommen gerade. So, ist eure Leiste voll? Nein, ist sie nicht.
Lebenspulver! So, jetzt gibt's die ultimative Bindung. Ja, wir haben ihn besiegt. Konnte ihn tatsächlich besiegen, aber leider kein Ei. Okay, das war eine interessante Erfahrung. Ich werde ihn und den Tobi Kodachi jetzt, dem hier jetzt ein bisschen Oskin jagen, dass ich beide Eier habe. Und vielleicht habe ich den Sinoka dann bis zur nächsten Folge schon im Team. Ich will jetzt kurz noch da oben gucken. Ist da vielleicht ein Katzerwandstand? Ich hoffe mal ja, weil sonst werde ich den Weg ein paar Mal laufen müssen. Bitte lass dann ein Stand sein. Irgendwo. Da ist ein Stand. Ein Glück. Den werde ich wahrscheinlich auch später nochmal brauchen. Ein Katzerwandstand, ja. Okay, und dann war das heute eine recht kurze Folge. Keine Story-bezogene, sondern mehr so eine, ich gucke jetzt mal hier oben wirklich, was mir mein Kollege da mitgeteilt hat. Ja, wenn es euch gefallen hat, kennt ihr ja den Drill. Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.